ist soweit. Der A400M lässt seine 11.000 PS Muskeln wieder spielen. Ja, keine 1000 Meter braucht er, um zu starten. Im Extremfall. Und wie du schon gesagt hast, die 1000 Meter müssen keine Asphaltbahn sein. Da reicht ein holpriger Feldweg. Und beim Start schon. Beim Start. Beim Start, genau. Kühl wahrscheinlich. Ach ja, das ist ja nicht so drin. Mensch, wenn wir jetzt Glück haben, wir müssen ja in die andere Richtung, dann dreht er um und kommt noch mal einmal richtig Highspeed über die Landebahn. Was zu essen gibt, da gibt es, ne, aber ja, kriegst nichts, brauchst du viel Zeit. Ne? Ah, ich glaube. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, das Luftfahrzeug dreht jetzt herein und wird mit hoher Geschwindigkeit noch einmal an ihm vorbeifliegen und dann gemäß der Freigabe der Flugsicherung weiter durch den Luftraum zu seinem Heimatstandort zurückfliegen. Das heißt, er fliegt jetzt ab. Übrigens, ja, ich habe vorhin erzählt, 11.000 PS, aber es sind 11.000 PS mal. Jedes Triebwerk hat 11.000 PS.